Die Prophezeiung des Nathan, liebe Schwestern und Brüder, hat nicht gar lange auf sich warten lassen, auch wenn wir in den Ausschnitten der Lesung die ganze Davidsgeschichte arg zusammenbringen. Das, was Nathan angedroht hat, trifft hier ein, dass das Blut und das Schwert nicht weicht vom Haus David. Und es ist nicht irgendwer, und das ist das besonders Schmerzhafte, auch das zuweilen eine sehr menschliche Erfahrung, die wir alle machen können. Es fällt nicht irgendeiner einem in den Rücken. Nicht irgendwer intrigiert hinter unserem Rücken oder wird untreu oder illoyal. Es sind oft diejenigen, in die wir am meisten investiert haben. Kraft, Arbeit, ja, Liebe. Es ist der Lieblingssohn des Abschied. Und selbst noch als Empörer, als Intrigant, als Revolutionär, als der, der den König nach dem eigenen Vater nach dem Leben trachtet, bleibt er der Lieblingssohn. David ist erschüttert. Aber es zeigt auch die Größe Davids. Wir sehen, dass er diese Flüche des Schimmel über sich ergehen lässt, weil er weiß, woher es kommt. Es ist nicht einfach nur von Gott geschickt, sondern es ist selber verursacht. Da ist etwas aus dem Lot geraten. Die Orientierung an Gott ist, wenn auch nur für eine bestimmte Zeit, aber sie ist verloren gegangen. Und das ist der Preis dafür. Alles das, was uns trifft, bis hin zum Fluch, ist von Gott her zu verstehen und nicht anders. Und wir sollten nicht zu schnell mit den Antworten sein. Das ist nicht eine fromme Floskel, die man anderen sagt, damit sie ihr Leben verstehen. Das kann man niemand anderem sagen. Man muss es selber finden. Jesus konnte es dem Besessenen erklären, indem er ihm verweigert, dass er ihm nachfolgt. Und er wird zum Verkünder Jesu, aber auf andere Art und Weise. Er muss verstehen lernen, wer es war, der ihn befreit hat. Wir müssen uns selber fragen, je nachdem, was uns trifft, welche Schramme wir gerade abkriegen, welche Untreue wir gerade erleben, wo es an uns selber liegt, wo der Kern liegt, um es dann neu hinzuorientieren, nicht nur dieses Geschehen, sondern uns selber, auf Gott hin, weil wir nie, auch nicht im Fluch, der uns trifft, aus seiner Gnade fallen. David ist ein gutes Beispiel, wie wir damit umgehen können.